Verdammt, Skisser! Steckt er sich bloß dabei? Scheiße, wer hetzt noch die ganze Mine auf uns? Skizzo! Skizzo, nicht schießen! Was? Komm, Skizzo, du hältst die ganze Mine auf uns. Ah, verdammt! Okay, okay. Waffe runter! Was zum Teufel redest du denn da? Das war wohl der Letzte. Von wegen, die Tunnel sind leer. Ich sagte doch, was passiert, wenn du hier rumballerst. Was soll ich denn tun? Steine werfen? Was du tun sollst, du könntest das nächste Mal einfach auf mich hören. Nimm das. Wie du meinst. Gern geschehen. Wofür? Deinen Arsch zu retten. Wärst du nicht weggelaufen, wäre das nicht nötig gewesen. Bringen wir den Scheiß jetzt zu Ende. Ja. Ich bin bereit. Hier entlang. Also, der Arm von dem Typ. Eddie sagt, als wollte ihm jemand die Tattoos wegbrennen. Das waren Ripper, oder? Willst du was Bestimmtes, Skizzo? Neulich war ein Drifter da. Er hatte gehört, dass die Ripper zwei Männer suchen. Mongrels. Sagt dir das was? Tja, wie du siehst, trage ich immer noch die Kutte. Wir verstecken uns nicht, Skizzo. Wenn Carlos Boozer will, dann kann er ihn ganz einfach finden. Aber dann muss er zuerst an mir vorbei. Was habt ihr gemacht? Das muss lang vor dem Vertragsbruch passiert sein. Lang bevor ich... Weißt du, ich weiß es nicht und es ist mir auch scheißegal. Hab ich Ripper getötet? Na klar, hab ich Ripper getötet. Und nach allem, was sie Boozer angetan haben, lege ich diese verrückten Dreckskerle auch weiterhin um. Ja. Und Carlos ist der Verrückteste von allen. Du willst nicht auf seiner Liste stehen, Bruder. Was habe ich gerade gesagt? Es ist mir egal. Und ich bin auch nicht dein Bruder. Wie ich schon zu Iron Mike sagte, Carlos kann mich am Arsch lecken. Hey, ich wollte dich nur warnen. Du bist jetzt einer von uns, oder? Ja, ja. Okay. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir passen auf uns auf. Bingo. Lass mal sehen. Ah, schick. Da wird sich der alte Mann aber freuen. Der Scheiß ist schwer. Was erzählst du denn da? Du kennst den Alten. So wie ich. Ich mach das. Geht schon. Danke. Er glaubt, dass sein Vertrag mit den Rippern uns erstmal absichert. Das Problem? Denen sind Verträge scheißegal. Der einzige Grund, warum sie noch nicht hier sind, ist, dass sie im Norden Copeland angreifen, das Hot Springs. Ja, ich weiß, ich war da. Du weißt also, wovon ich rede. Die Ripper kommen. Und Iron Mike. Er wird es geschehen lassen. Er wird zulassen, dass die Freak-Menschen über uns kommen, wie eine rote Flut. Skizzo, das weißt du nicht. Ach ja?
Komm schon. Oh Mann, dass ein Tageslicht so glücklich macht. Scheiße, noch eine Gemeinsamkeit, die wir teilen. Schon die zweite heute. Warte mal. Ja, komm schon. Hey Mann, meine Jungs waren ein bisschen wild. Okay, aufteilen. Sie sind etwas nervös hier draußen. Ja. Okay, komm raus, pass auf dich auf. Mir. Dann beruhige ja, ich dich. Mach dir keine Sorgen um mich. Na los, Mann, wir sind harmlos. Das ist alles nur ein Missverständnis. Wir möchten, dass du dich uns anschließt. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Wie klingt das? Hey Drifter, du gefällst mir. Du weißt, wie man hier draußen überlebt. Warum nimmst du nicht die Waffe runter? Kommst du raus? Hey Schwester, ich dachte, du wolltest reden. Tja, mehr habe ich nicht zu sagen. Was zur Hölle war das? Ich glaube, das waren alle. Ja. Na los, wir müssen das Dynamit holen. Das müssen dieselben gewesen sein, die die Bikes ausgeschlachtet haben. Sie dachten, sie machen leichte Beute. Es war wohl nicht so leicht, wie sie gehofft hatten. Weißt du, ich sag's nur ungern, aber wir sind ein gutes Team. Wir beide. Dann sag es auch nicht. Hey, ich muss dir was sagen. Als du mit Boozer ins Camp kamst und Iron Mike euch empfing, mit offenen Armen, war für mich klar, dass der Alte langsam senil wird und weich. Okay, was willst du sagen, Skizzo? Weißt du, wir beide sind auf Augenhöhe. Das weiß ich jetzt. Du weißt wie ich, wenn Iron Mike nicht langsam aufwacht, ist das Camp bald geliefert. Okay, und was willst du damit sagen? Hey, ich gehe dir zwar immer schön auf den Sack, ist mir klar, aber viele Leute wissen, was du getan hast. Für deinen Freund und natürlich auch für das Camp. Die Dinge ändern sich, Mann. Wenn Iron Mike demnächst in Rente geht, sollten wir sollten das Camp zusammenleiten. Du und ich. Das Camp leiten. Darüber wolltest du mit mir sprechen. Hey, hör mir zu, verdammt. Hör mir mal kurz zu. Also, ich habe viele Freunde im Rat des Camps. Sie sind dabei. Und die meisten sagen, der Alte muss gehen. Ja, das ist Bullshit. Ricky würde dem nie zustimmen. Sie ist so und Mike wie der vertraut Alte dir, verdammt. Tja, das ist sein Fehler. Einer von vielen. Meiner wird es nicht sein. Hey, wir tun alles, um zu überleben, Skizzo. Das weiß ich. Aber weißt du noch, was ich über Grenzen gesagt habe? Und einen Freund zu verraten, ist eine davon. Lieber den Alten, als das ganze Camp. Denk mal drüber nach. Ja, Skizzo, ich denke drüber nach. Scheiße, warum vertraut Iron Mike diesem Arschloch überhaupt und macht ihn dann auch noch zum Sicherheitschef?
Lost Lake Camp kommen. Deacon St. John an Iron Mike. Deek, du und Skizzo, habt ihr ihn, den Sprengstoff? Ja, Mike, wir haben ihn. Skizzo ist mit dem ganzen Zeug auf dem Rückweg. Hör zu, Mike, ich muss dir was sagen. Das ist gut. Klasse. Aber er nützt uns nichts, bis wir eine Sprengschnur haben, das weißt du. Ich gehe unsere Unterlagen durch. Mike, hör mir zu. Skizzo, Hey, was denn? Wolltet ihr euch wieder gegenseitig abknallen? Nein, Mike, aber er will das Camp leiten, Mike. Das hat er gesagt. Oh Mann, das weiß ich doch. Das hab ich dir doch schon erzählt. Skizzo glaubt, ich sei Pazifist und führe uns in den Tod. Ich weiß, was er so redet. Mike. Deek, wie gesagt, Skizzo hat so seine Probleme, aber... Das geht uns doch auch so. Danke, aber ich kann auf mich selbst aufpassen. Mike, Ende. Scheiße, okay. Mach, geh deinen Weg, Iron Mike. Wie immer. Ich glaube, das ist fertig. Wo ist Boozer? Ich weiß nicht. Was soll das heißen? Er war doch bei dir. Ja, das war er. Und dann ist er abgehauen oder sowas. Skizzo, was laberst du da? Fass mich nicht an! Hey, er schnappte sich eine Flasche Whisky und sagte, er geht heim. Keine Ahnung. Und du, Arschloch, hast nicht mehr versucht, ihn aufzuhalten, ne? Hey, das haben wir. Aber manchmal muss man sie ziehen lassen. Der Mann ist einfach am Ende. Ricky, bist du da? Was ist los? Boozer ist rausgefahren und kam nicht zurück. Mist. Willst du hinfahren? Brauchst du Hilfe? Nein, ich finde ihn. Boozer, bist du da? Boozman! Ja, Dick. Ich bin hier. Wo zum Teufel steckst du es? Es wird schon dunkel. So, auf der Farm. Ich bin auf der Farm. Scheiße, bleib da, ich hol dich ab. Einfach hier bleiben. Kapiert. Das ist kein Problem. Ich bin auf der Farm. Old MacDonald has a farm. Ach, Mist. Okay, das ist die Farm. Ricky sagte, dass hier der Arbeitseinsatz ist. Boozer! Bist du da, Boozman? Ah, verdammt. Okay, das ist die Farm. Hey, wo ist Boozer? Wer? Hier ist niemand. Die Arbeiter haben Feierabend. Nein, er ist noch hier. Der große Kerl mit einem Arm. Ja, ich weiß, wen du meinst. Er ist in die Richtung gegangen, zum alten Farmhaus. Ich dachte, er wird da abgeholt. Ach, wenn du ihn siehst, dann sag ihm, er soll hier warten und funk mich oder Ricky an. Alles klar, Mann. Boozer! Bist du da? Boozman!
Skizzo sagte, er hatte eine Flasche Whisky. Wo würde er wohl eine Flasche Whisky trinken? In einem dieser Farmhäuser? Das Muser! Bist du hier drin? Nope, hier drin nicht. Das sind seine Stiefelabdrücke. Ganz sicher. Das ist gut. Das ist gut. Das sieht wie ein lesenswertes Buch aus. Eine Whiskyflasche. Leer. Moment mal. Ein Sixpack? Das ist es. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Na, also. Bierflasche. Leer. Er ist da lang. Skizzo hat recht. Er will nach Hause. Er geht zu Fuß. Er kann nicht weit sein. Ich brauche mein Bike. Usa! Usman! Hey, Dick! Wie geht's, Bruder? Du sagtest, du bist auf der Farm. Da war ich gerade und du bist nicht auf der Farm, Boozer. Welche? Oh! Die andere Farm! Dick, ich bin bei der anderen Farm. Ich hab ein Sixpack gefunden. Und wollte etwas raus, verstehst du? Ein kleiner Spaziergang. Bei Sonnenuntergang. Also bin ich zur anderen Farm gegangen. Ja! Old McDonald's had a farm. Ja. Oh, Scheiße! Scheiße, Bosa, was machst du? Ich muss nachladen. Okay. Hab dich. Na los! Benzin. Was haben wir hier? Mehr Bierflaschen. Leer. Mehr Spuren. Okay, du bist nicht in der Scheune. Farmhaus. Ja, schon klar, eine Scheune. Oh Mann. Okay, schauen wir uns mal um. Usa, bist du hier drin? Usman! Oben. Okay, und jetzt? Noch ein Schlafzimmer. Okay, was haben wir denn da? Und noch eine Bierflasche.
Das Bett ist nass. Oh, ich frag lieber nicht. Boozer, wo bist du? Booz! Dick, ich dachte, du kommst und wir trinken Bier und gehen ein Stück. Boozer, verdammt, wo bist du? Sieh dich einfach um und sag mir, was du siehst. Was ist da? Gib mir was Auffälliges oder so. Ich sagte doch. Sieh dir das an. Sieh dir was an, Boozer? Was ist da? Die Straße, wow, sie ist weg. Als ob sie irgendwer, keine Ahnung, einfach weggespült hat. Die Straße ist weg? Oh ja, als hätte irgendwer einfach weggespült. Weg! Ich laufe und laufe und jetzt ist die Straße einfach weg. Wo gehst du hin, Boozer? Nach Hause. Da gehe ich hin. Nach Hause. Bleib einfach da, ja? Bleib, wo du bist. Such dir ein Versteck, bis du mein Bike hörst. Ich komme. Ich will mich nicht verstecken. Ich gehe nach Haus. Dick, nach Haus. Verdammt, Boozer. Kaputte Straße. Er kann nicht weit sein. Wo war die Straße nochmal kaputt? Was ist das? Ach, noch eine Bierflasche. Ich muss mich genau umschauen. Ah, geht doch. Das muss er sein. Weiter geht's. Stiefelabdrücke. Bingo. Braucht man immer. Ohne mein Bike kann ich ihn nicht mitnehmen. Ich brauche mein Bike. Boozer, hörst du mich? Ich bin gleich da. Ich bin deinen Spuren gefolgt. So, wie du es mir gezeigt hast. Boozer, komm schon, Mann. Bleib, wo du bist, ja? Da ist er! Kleiner Abendspaziergang? Dick, wie geht's dir, mein Freund? Boozer, wo willst du hin? Nach Haus, da will ich hin. Wir können nicht zurück nach O'Leary Mountain. Nein, ich gehe nicht nach O'Leary Mountain, sondern Farewell. Ach, Scheiße, nein, komm schon, nein, wir müssen dich... Solltest du lieber nicht tun, Bruder. Du willst mir eine reinhauen? Schön, dann reite ich ein, los. Dann los! Okay. Das ist es also. Das soll unser Ende sein? Nein, so läuft das nicht. Boozer, ha? Ich. Boozer? Als damals deine Lady starb. Was habe ich da gesagt? Was habe ich gesagt, ha? Du hast dich voll abgeschossen mit Whisky. Wolltest dich zu Tode saufen. Was habe ich da gesagt? Du hast die Flasche ausgekippt, Mann. Eine verdammte Verschwendung. Und du hast mir gesagt, wenn ich mich wirklich totsaufen will, dass du dann dabei bist. Alle für einen. Also wie gesagt, Boozer, war es das jetzt? War es das? Ist das unser Ende? Schön verschwinden wir von hier. Los, los, los! Ich mach ja! Na, dann mach schneller! Autos! Autowracks! Ich sehe sie, Boozer! Scheiße, Freaks! Oh, ich sehe sie, Boozer!
Das war der letzte. Jetzt sind wir sicher. Ich weiß. Wusste die ganze Zeit. Hey, hey, Dick. Rosa, hör zu. Ich wollte nur sagen, danke, Mann. Ehrlich. Rosa, hör mir zu, verdammt. Ich bin hier raus und du hast mir den Arsch gerettet. Mal wieder. Wirklich. Ich schulde dir was, Bruder. Nein, nein, Boozer, ich schulde dir was, okay? Wenn du nicht wärst, dann wäre ich schon längst tot. Oder schlimmer. Hast du nicht gesagt, nichts ist schlimmer als der Tod? Ja, da lag ich falsch. Ich weiß, lass ihn rein. Kommst du klar? Oh, scheiße, ja. Irgendwo wartet ein Bett auf mich. Dick, hast du ihn gefunden? Ich war arbeiten. Ja, Ricky, ich hab ihn. Zum letzten Mal übrigens. Ach, wie geht's ihm? Sagen wir einfach, er wird morgen einen höllischen Kater haben. Ein Kater. Gut, ich werde dran denken, wenn ich morgen früh um 6 bei ihm reinschaue. Ja, Gott sei Dank. Das hat er verdient. Dick, ich bin froh, dass es ihm gut geht. Fletschten Zähnen, die Haare fielen ihr aus. Ich weiß nicht, wie ein tollwütiger Hund oder so. Sie fiel diesen Typen